dann wollen wir heute etwas über die Rete erzählen, die gerade neben mir liegt. Nicht die Jona, die vor der Kamera rumläuft. Die Rete ist die Chefin im Rudel. Und wir sprechen momentan so von ungefähr 3 Alpha-Tieren, also die, die sich auf höchster Ebene das Sagen teilen. Aber von den Tieren ist Rete noch mal ein Stückchen weiter oben. Rete ist auch die Tochter von der Alpha-Hündin davor. Wir haben allgemein beobachtet, dass tendenziell die Hündinnen eher das Sagen haben, beziehungsweise die Alpha-Tiere eher weiblich sind. Oder wenn es mehrere waren, die weiblichen Tiere noch einen Tick mehr zu sagen hatten, es vielleicht auch wichtiger genommen haben. Und die Rete ist sehr schön in ihre Rolle reingewachsen. Die war am Anfang noch ein bisschen unsicherer. Das hat sich dann auch so geäußert, dass sie ein bisschen körperlicher versucht hat, ihre Dominanz zu zeigen. Nicht im Sinne von Raufen, sondern Molly. Könnt ihr euch noch sehen? Wir wurden gerade unterbrochen. Wir dachten, sie beginnt jetzt ein Gemeinschaftsheulen, aber es hat man jagt dann doch, wurde da doch nichts. Vielleicht später nochmal. Wir waren ja gerade bei der Rete gewesen und ihrer Entwicklung zum Alpha-Tier. Das heißt, sie ist nicht plötzlich dort auf der Alpha-Tier-Ebene erschienen und war dann gleich das gute, selbstsichere Alpha-Tier. Am Anfang war sie, wie Vivian schon begonnen hat, auch ein bisschen unsicher, noch ein bisschen nervöser. Sie musste ihre Stelle auch noch festigen, was sie dann mal mehr körperlicher gemacht hat. Also, wie gesagt, nicht durch Raufereien. Dann manchmal hat sie sich so ein paar Hündinnen ausgesucht. Das waren dann meistens Ida und Liska, von denen sie wusste, Ida und Liska, ach, die sind eher ein bisschen schüchterner. Die hat sie dann, zu denen ist sie dann hingegangen und hat sie unterworfen. Also nicht, weil sie jetzt was falsch gemacht haben, sondern eigentlich, weil sie sich vor den anderen präsentieren wollte. Weil Rete ganz genau wusste, mit denen habe ich keinen Stress, die sind ruhig, die unterwerfen sich sowieso. Und dann hat sie sich immer ganz groß aufgespielt vor den anderen, damit die anderen auch wissen, dass sie Alpha-Tier ist. Das ist inzwischen schon vorbei, das macht sie nicht mehr. Also sie ist jetzt so gefestigt in ihrer Stelle, dass sie das nicht mehr nötig hat. Und jetzt macht sie das ganz cool, so wie ihre Mutter Thea das auch gemacht hat. Viel mit ruhig von, ich sag mal, vom Hintergrund aus. Man merkt sie vielleicht nicht immer sofort. Sie macht auch viel durch Spielen. Das heißt, wenn es dann mal Spannung im Rudel gibt und zwei Hunde stehen sich gegenüber und spielen sich ein bisschen auf und knurren sich vielleicht auch an. Oder das vielleicht noch manchmal macht. Dann geht die Rete auch dazwischen und fängt an zu spielen. Das heißt, sie wird dann albern und versucht dadurch den Druck rauszunehmen. Also sie geht dann jetzt nicht hin und spielt sich von den anderen auf, sondern sie wird albern, versucht die anderen zum Spiel zu animieren und sie auseinanderzuziehen. Das ist auch etwas, was das Alpha-Tier ausmacht. Ja, und für uns wirkt es vielleicht ein bisschen vermenschlicht, wie wir das dann lesen. Aber manchmal auch, dass wenn so eine Spannungssituation ist, dass die Hunde das ganz gerne sehen, wenn die Situation aufgelockert wird. Genau wissen wir es natürlich nicht, aber manchmal wirkt es einfach so. Rete kann aber auch anders. Also ich sag mal, wenn ihr irgendwas nicht so gefällt, das haben wir jetzt bei den jüngeren Hunden beobachtet, bei Tyler und bei Tula, die auch viel Unruhe ins Rudel gebracht haben, einfach weil sie sehr verspielt und teilweise vielleicht auch provozierend sind. Oder kann sich Rete auch schon mal ganz klar aufbauen und Stellung beziehen. Die Jona, die gerade neben mir steht, die Mutter von den Welpen, die hat da nicht so durchgegriffen in der Erziehung. Und das hat Rete dann auch übernommen. Und dann ist es auch an uns, Rete das Vertrauen zu schenken, das zu regeln im Rudel. Und dann haben wir die Tyner auch mal hier mit ins Gehege reingenommen, dass sie vielleicht auch mal lernt, wo die Grenzen im Rudel sind oder wo die Chefin die Grenzen aufzeigt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Zwar hat sich Tyner immer mal wieder was getraut, aber Rete ist dann doch eine Nummer zu groß für sie. Dazu muss man sagen, dass Jona sonst sehr selbstbewusst ist und versucht, alles andere zu regeln und alle anderen zu erziehen, nur halt ihre eigenen Kinder nicht. Nur die eigenen Kinder nicht. Da, wo man sie es eigentlich wünscht, da macht sie es nicht. Jona ist aber auch ein gutes Beispiel für eine Hündin, die Ambitionen hat, wo wir auch eventuell eine Zukunft als Alpha-Hündin für sie vielleicht sehen.
aber sie ist eben noch ein bisschen zu aktiv, sagen wir mal, dass sie zu viel durchgreifen möchte oder sich zu viel einmischt bei anderen Hunden. Und das ist dann der Punkt, wo wir dann sagen können, sie ist noch nicht so weit, sie muss dann vielleicht diese Ruhe, die Reta auch erst mit der Zeit bekommen hat, die muss sie auch erst für sich entdecken. Aber ansonsten sieht es bei Jona ganz gut aus. Wir sind zuversichtlich. Reta, bist du da? Reta? Da ist sie. Hallo, Reta.